Heute möchte ich euch zeigen, unser altes Familienrezept besteht aus drei Hauptzutaten: Kartoffel, Fleisch, Zwiebel. Dann Wasser, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Lobblätter. Das war's. Einfach und sehr lecker ist. Unser altes Familienrezept heißt Żarcie. Übersetzung auf Deutsch: heißes Gericht einfach. Ich würde sagen Bauergericht. Meine Großoma hat das im Steinofen gemacht, meine Mutter im Gasofen und ich mache das im Dutchofen. In dieser Dutchofen. 5 Liter Dutchofen. So, 20 Gramm Butter und Dutchofen wird eingeschmiert. 2 große Gemüsezwiebel oder 4 mittelgroße ganz normale Zwiebel. Und so grob schneiden. In Scheiben oder halbe Scheiben. Zwiebel wird nachher aufgelöst. Sehen Sie nachher nicht mehr. Fleisch. Dicke Rippen. 800 Gramm. Ich mache das dicke Rippen. Ich glaube, die dicke Rippen, die beste Stück von Schwein. Es wurde so perfekt für mich gesägt. Und in solche Scheiben habe ich geschnitten. Die sehen perfekt aus. Ich mache dicke Rippen. Ich mache das dicke Rippen. Rindfleisch von Jungbullen von Kohle. 500 Gramm für diese Top. 5 Liter Top. Ich habe jetzt mehr. Das war viel zu viel. 500 Gramm reicht vollkommen. Und dann wird das in Würfel geschnitten. 4 mal 4 cm. Rindfleisch wurde geschnitten und platziert jetzt zwischen Rippen. Wir machen so eine Schicht aus Fleisch. Schichtfleisch. Viermal Lorbeerblätter und 8 Knoblauchzehen. 8. Und Knoblauchzehen wird in Scheibchen geschnitten. So grobe, große Scheibchen. Und natürlich verteilt auf Schichtfleisch. Und dann Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Ungemahlen. Ungefähr 20 Körner. Weiter geht's mit 2 Möhren. Geschälte Möhren. Und die Möhren werden auch im Scheibchen geschnitten und auch verteilt auf unsere Schichtfleisch. Salzen, Esslöffel, aber nicht voll. Das reicht erstmal. Nachher wird das nachgesalzen. Kartoffel, 2 kg festkochendes Kartoffel und Kartoffel wird entlang durchgeschnitten. Jetzt wird Kartoffel platziert auf Schichtfleisch, auf Möhren, aber es muss man so hochkantig platzieren. Es wird einfach damit Platz gespart. So ungefähr muss es aussehen. Top ist voll, wir sind fast fertig. Aber jetzt kommt das Wasser. Sauberes Wasser. Wie viel? Kartoffel soll bedeckt sein. Ungefähr 5 mm über die Kartoffel, nicht mehr. Das reicht vollkommen. Deckel zu und wir gehen jetzt zum Feuerstellen. Meine mobile Tisch für Dutch Oven und 24 Briketts. Aber die Briketts sollen mindestens 2 Stunden, am besten 3 Stunden aushalten. Anzündung natürlich. Und dann, wenn die glühen, 12 kommt nach unten. Nehmen wir unseren Pott. Ich grüße dich auch. Und oben drauf auf 12 Briketts, glühende Briketts. Und vorsichtig, ich habe jetzt ein bisschen Wasser ausgekippt. Und dann restliche 12 Briketts oben drauf auf Dutch Oven Deckel. Und wir warten ungefähr eine halbe Stunde, bis anfängt zu kochen.
Machen wir einmal Deckel auf und dann einfach abschmecken. Salzgehalt, Pfeffergehalt. Natürlich, für diesen Topf war das zu wenig Salz. Ich habe dazugegeben halbe Esslöffel. Pfeffer, würde ich sagen, habe ich nie dazugegeben, weil hat das gereicht. Und dann abschmecken. Wenn alles passt, aber jetzt die Brühe hat jetzt schon irgendwelche Fleischgeschmack. Lecker. Machen wir Deckel zu. Und wird jetzt kribbelt jetzt vital. Unten bleibt 7 oder 6. Das soll langsam kochen. Aber restliche muss noch oben drauf auf Dutch Oven Deckel. Wir brauchen jetzt mehr Hitze von oben. Die Hitze soll strahlen auf Kartoffel, damit der Kartoffel so eine Kruste bekommt und wird ein bisschen braun. Und so lassen wir stehen 2 Stunden. Mindestens 1,5 Stunden, aber am besten 2 Stunden. Unser altes Familienrezept. Meine Oma hat im Steinofen gemacht. Natürlich im Steinofen bestimmt war noch leckerer. Meine Mutter im Gasofen und ich mache das im Dutchofen. Ich habe im Dutchofen gemacht. Aber im Dutchofen war wirklich, wirklich gut. Dutchofen dafür ist sehr, sehr geeignet. Und so sieht man Kartoffel aus. Ich würde sagen, mehr Briketts oben drauf, damit er mehr so eine kartoffelbraune Farbe bekommt. Aber Kartoffel war komplett durch, aber nicht durch gekocht. Hält Form. Und Fleisch. Ich habe jetzt Rindfleisch erwischt. Fleisch ist auch war zart. Arbeit ist getan. Muss man jetzt probieren. Wie schmeckt das natürlich? Und da ist das Kartoffelfleisch und wir haben auch Brühe. Eigentlich diese Kombination ist das wirklich so ein Bauertopf. Kräftige Bauertopf. Dicke Rippen. Das ist die beste. Ich mag dicke Rippen. Ich mag dicke Rippen. Das ist Fleisch konstruiert von dicke Rippen. Das kann man nicht vergleichen mit dem anderen Fleisch. Dicke Rippen die besten. Für mich. Meine Meinung. Die sind und auch lecker. Natürlich, Fleisch ist zart. Und dann Kartoffeln natürlich. Brühe. Das ist kräftige Brühe. Und jetzt habe ich Rindfleisch. Ursprünglich Rezept war ohne Rindfleisch, nur mit dicke Rippen, aber mit Rindfleisch war Brühe viel kräftiger. Da hat das ganz anderen Geschmack und ich sage auch sehr lecker ist und natürlich passt zusammen. So, lecker. Ich wünsche euch einen guten Appetit, bleibt ihr unbedingt gesund, tschüss und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, euer Grillgeht. Und lecker.